Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze mal wieder an meinem Lieblingsplatz, was auch sonst. Denn heute kommt mal wieder ein Beauty-Video. Es geht diesmal um Highlighter. Mädels, ihr wisst, Highlighter, also ganz ehrlich, ich bin richtig süchtig danach. Ich weiß nicht, also damals, wo das so, ja, was heißt rausgekommen ist, aber wo das halt wirklich richtig in wurde, dass man den Highlighter benutzt, und sich das Gesicht damit vollglänzt. Also es war ja damals total in, dass das Gesicht total matt ist und dass nichts glänzt. Und jetzt findet man das irgendwie schön, dass, ja, wenn das Gesicht halt glänzt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich finde es auch schön, wenn es nicht zu übertrieben ist. Also kommt drauf an, wo. Manchmal sehe ich auch ein bisschen im Gesicht fettig aus, weil ich so viel Highlighter drauf klatsche. Ich habe ein paar Highlighter für euch getestet. Und für mich natürlich auch, um zu sehen, welchen Highlighter ich am besten finde. Ich habe verschiedene Farben ausprobiert, also verschiedene Töne, verschiedene Marken und auch Alternativen, was eigentlich zum Beispiel kein Highlighter ist, aber ich habe zum Beispiel eine richtig geile Alternative. Die finde ich als Highlighter mega cool. Und ja, ich würde sagen, die stelle ich euch jetzt mal vor. Und zum Schluss werde ich euch dann sagen, natürlich, welcher mein Favorite ist. Mein erster Highlighter war der von Catrice, der Glow Highlighter. Bestimmt kennen ihn einige, weil ich habe in meinen älteren Videos habe ich total von ihm geschwärmt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie teuer, aber ich denke mal so um die 3, ich glaube so 3,95 € müsste der gekostet haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, ich habe mir den auch immer nachgekauft, weil ich den wirklich gut fand. Und ich finde für den Preis... Hallo! Ich finde für den Preis ist das wirklich ein sehr schöner Highlighter. Die Farbe finde ich auch sehr schön. Nur irgendwie momentan stehe ich nicht so auf diesen, auf dieses Helle. Und deswegen benutze ich den jetzt nicht mehr so oft. Nur wenn ich so... Ja... Beispielsweise im Sommer, also so im Winter benutze ich eher diese Brauntöne, Bronze. Das ist der beste, für mich, der beste Highlighter von den ganzen Drogeriemärkten überhaupt. Und deswegen, ja, finde ich den sehr gut. Und dafür, dass er so preiswertig ist, finde ich, ist der sehr gut. Also der kann auf jeden Fall mit einigen Marken mithalten. Dann noch ein Drogerieprodukt und zwar ist das eigentlich kein Highlighter, aber ich habe ihn mir letztens gekauft und ich habe das Tübchen gesehen und ich dachte mir so, was ist das für eine geile, crazy Farbe. Also es ist eigentlich so eine, ja, ist halt für die Augen, also ist jetzt kein Lidschatten, sondern Lidschattencreme und dann dachte ich mir, boah, das kann man ja eigentlich so einfach auch als Highlightercreme benutzen. So, wer checkt das jetzt, dass es auf die Augen kommt? Ich habe es auch ein paar Mal auf die Augen getan, aber naja, ist jetzt nicht so mein Ding. Also für die Augen ist das nicht so gut pigmentiert. Es ist, obwohl es eine mega schöne Farbe ist, aber es ist wirklich nicht so, ja, krass auf den Augen. Aber als Highlighter finde ich den so schön. Also die hatten mehrere Farben. Ich glaube, die hatten auch ein bisschen sowas wie braun, also so bronzemäßig. Dann einmal ganz, also so weiß. Und das ist so ein Rosé, dieses, steht das nicht hier drauf? Dollface. 02 ist das auf jeden Fall. Ja, es ist halt so ein Rosé, ne? Es glänzt dann auch, also... Ich finde die Farbe sehr schön. Jetzt kommen wir zu den etwas sehr teuren Produkten. Also für mich ist das sehr teuer. Und zwar habe ich hier von Benefit zwei Highlighter. Sieht aus wie Nagellack. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Die Farbe finde ich auch sehr schön. Ist so ein, auch so wieder so ein helles Rosé. Und sieht auch sehr schön auf der Haut aus. Aber ich muss sagen... Ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch anwende. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja mir mal einen Tipp geben, wie man das am besten anwenden kann. Aber immer, wenn ich das auftrage, also ich mache halt mein Make-up und das mache ich immer so zum Schluss.
Ich weiß nicht, aber irgendwie verschmiert das und das sieht immer so komisch aus. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Weil eigentlich ist er so schön und ich habe den mal ohne Make-up aufgetragen, also ohne Foundation. Und da sah der sehr gut aus. Also wenn ihr kein Make-up benutzt, dann kann ich den euch echt empfehlen, weil der sieht so, so natürlich, also er glänzt nicht richtig krass, so wie so ein richtig Glow-Highlighter, sondern der ist halt wirklich so natürlich, aber schön. Aber so jetzt, wenn ich Make-up drauf habe, bin ich irgendwie nicht zufrieden. Deswegen benutze ich ihn jetzt nie so oft. Ich benutze ihn sehr selten. Wirklich nur, wenn ich, also manchmal habe ich so Phasen, da benutze ich Foundation. Und manchmal habe ich Phasen, da benutze ich nur Concealer. Also es kommt darauf an, ob ich dann braun bin schon so. Oder ob meine Haut dann auch ein bisschen in Ordnung ist. Momentan habe ich viele Pickel und Rötungen. Meine Haut ist auch total rau, deswegen ja, mache ich mir momentan ein Foundation drauf. Den habe ich noch ganz neu und das ist der What's Up Highlighter. Apropos, habe ich euch die Farbe eigentlich gesagt? Ich weiß gar nicht, ob es da verschieden. Ne, ist auf jeden Fall der High Beam Highlighter von Benefit. Den What's Up Highlighter, den ihr auch schon vom letzten Video kennt. Und davon, also ich war sehr überzeugt von diesem, ja, das ist ein Highlighter-Stift. So, jetzt vom Verwischen, irgendwie habe ich da immer so Probleme, ne, mit diesem, das ist halt so, ja, also, ich weiß nicht. Ich mache ihn mir immer so drauf, dass ich das hier richtig male und dann blende ich das immer mit meinen Fingern aus, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das irgendwie total schmiert. Deswegen ist das so ein bisschen scheiße bei dem, aber von der Pigmentierung ist das krass. Also, ich, benutzt darüber halt noch Puder-Highlighter und dann geht das sehr gut. Also dann ist der Effekt nochmal boom. Jetzt kommen wir auch schon zu den zwei letzten Produkten und diesmal von MAC. Eigentlich hatte ich immer mein Favorite und das war der hier. Und den habe ich euch schon auch vorgestellt. Blau mit Gelb mit Orange, irgendwie so alles ist drin oder so, aber halt alles sehr pastellig. Aber ich habe einen neuen Favorite und das ist auch von MAC und das ist die Farbe, also das ist Beaming Blush und das ist die Farbe, was steht da? Ja, jetzt B97. Das ist so ein braun-rosé-bronzeton und der schimmert halt so ein bisschen gelblich auch. Ich finde den aber sehr schön und der sieht auch wirklich gut aus und der Glow-Effekt ist richtig krass. Also wer auf dieses Glowy steht, also dieses extreme Highlighter, Highlighting, Glow, ihr wisst schon, kann ich den sehr empfehlen. Man braucht auch nicht wirklich viel benutzen und deswegen finde ich den auch sehr gut. Und ja, okay Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video jetzt und ich wünsche euch einen schönen Samstag und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und nicht vergessen, das wollte ich, ach, das wollte ich die ganze Zeit in jedem Video sagen und immer habe ich es vergessen. I'm sorry. Und lasst einen Daumen da und schaltet die Glocke an. Und wenn ihr die Glocke eingeschaltet habt, dann schreibt in den Kommentaren Hashtag Glocke Enya oder einfach Glocke oder Glocke Enya. Oder? Auf jeden Fall Glocke, damit ich Bescheid weiß, dass ihr die Glocke eingeschaltet habt. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!